Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. In der letzten Folge haben wir ja Trönchen zerlegt. Das ist im Prinzip der zweite Teil. Ich bin auf der Jagd nach weiteren Legacy. Ich habe auch was gefunden, schauen wir es uns an. So, etliche Planeten weiter. Ich glaube, das ist das dritte, vierte System. Ist es soweit? Ich habe ein Legacy Decimator entdeckt. Ist ähnlich Nadel im Heuhaufen suche wie bei den Warlords. Auf dem Planeten war bis jetzt überhaupt gar nichts von Legacy. Von den Drohnen, die ich aufgenommen habe, bis hierher, wie gesagt, mal Minimum 4 Planeten. Bis ich mal wieder was von der Legacy gefunden habe. Die sind sehr rar gestreut. Wir haben natürlich Schilde. Ich habe die EMPs an. Ich habe alle anderen Sachen an. Die Großmistels habe ich aus. Ich will erstmal gucken, wie schnell ich die Schilde von dem Ding runterkriege. Das läuft besser, als ich vermutet habe. Da können wir eigentlich jetzt auch gleich die Großmistels zuschalten. Unsere Schilder halten wunderbar, es ist eine Freude. Ich meine, klar gehen sie runter, aber man kann sich endlich mal mit den Freunden hier anlegen. Fallen wir mal ein Stückchen zurück. Ich will mal gucken, wo ich meine. Ah, ja. Also, wenn man dem direkt in einem Bob besitzt, dann kriegt man weniger Schaden. Wo meine ganzen Waffen hinschießen, das habe ich jetzt natürlich nicht überprüft. Ich wollte primär erstmal wissen, wie meine. Die gehen alle auf die Geschütze perfekt. Wie meine Schilde das wegstecken und ob. EMP spielt keine Rolle. Großmissel gehen auf den Generator. Das ist wurscht. Die Railguns gehen auf die Geschütze bitte. Was ist denn hier passiert? Hier sind ein paar Drohnen gespawnt, würde ich mal behaupten, aber die stellen auch absolut nicht wirklich die Bedrohung überhaupt dar. Ich müsste jetzt nur noch rausfinden. Wo um alles in der Welt ich den Decimator gelassen habe. Man sieht hier vor lauter Drohnen überhaupt nichts mehr. Wir schießen die jetzt mal Stück für Stück aus dem Leben. Da ist er. Hab ich die EMPs auch alle an? Ja, ich habe eigentlich alles an. So, jetzt können wir dem ja auch anfangen, langsam die Waffen runterzuschießen. Funktioniert eigentlich besser, als ich erwartet habe. Sehr viel besser.
Es ist natürlich warten angesagt, bis das Schild voll ist. Oder halb voll. Er regeneriert natürlich deutlich besser als wir. Der fliegt verdammt schnell vorwärts, ne? Versucht hier mit aller Gewalt uns zu erschießen. Wir gehen mal auf 2 Kilometer, dann kann er sich wieder rantasten. Solange der unter 50% Schild ist. Er ist auf Angriff gepolt, alles klar. Komm, Freund, dann wenn du auf mich, ich auf dich. Gehen wir direkt auf Konfrontationskurs. Katzing. Schild ist hin unten. An Bobbes kleben und Geschütze weghauen. Weiß nicht, dass der gerade wenig Schaden auf meine Schilde hämmert, ne? Oh, meine Schilde sind fort. Wow. Okay, dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich mehr Schaden auf seine Schilde mache, wie umgekehrt. Beziehungsweise auf seine Waffen. Die Nase sieht noch verhältnismäßig gut aus. Der Bohrturm ist weg. 2 Railguns sind weg. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Aussage ganz am Anfang von dem Spiel. Da meinte ich ja, dass wenn man etwas nicht getankt bekommt mit den Reforged-Schilden, dann hat man selbst zu wenig DPS. Der Aussage bleibe ich absolut treu. Er haut ab, er hat Angst. Keine Ahnung, was er macht. Weg sind die Schilde. Und du kriegst jetzt volle Breitseite auf deine Geschütze, Freund. Da gehen auch schon welche weg. Ich sehe sie explodieren. Ich habe die Großmissiles auf die Geschütze umgestellt. Da muss man mit aller Vehemenz auf die Geschütze gehen, damit das Ding hier entzaubert wird. Und meine Schilde sind schon wieder unten. Das macht nichts, man kann da ruhig mal ein bisschen herzhafter in den Kampf reingehen. Er hat eben sehr viele Waffen verloren. Ich habe natürlich jetzt auch die Railgun hier vorne verloren. Wenn ich jetzt noch weiter Schaden reinbekomme, werde ich in absehbarer Zeit auch meinen Mob-Generator verlieren. So, die nächste Angriffswelle. Irgendwann mal kriegen wir ein Blatt. Bin mal gespannt, was der an Loot dabei hat. Ich habe keine Ahnung. Aber da müssten jedes Mal, wo er Waffen verliert, handlicher werden.
So, weg sind die Schilde. Weil wenn ich mir das Feuerwerk da anschaue, das er da auf mich niederbrennt, hat er immer noch massiv Geschütze da drauf, ne? Und wieder eine Waffe weniger. Weil das ist für mich natürlich ein schlechter Schnitt pro Angriffswelle, kriege ich da nur eine Waffe runtergeschossen. Wenn es jetzt mal waren es 4-5. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, würde ich sagen. Und die nächste Portion Schaden wird abgeliefert. Ja, diesmal haben wir besser getroffen, ne? Da waren die Schilde ratzfatz unten. Das Ding ist irgendwie wie ein Hörnchen gebogen, würde ich sagen. Alter, ich flieg hier wieder einen Mist zusammen. Ich hasse das, wenn ich mich irgendwo hinbewege und das Ding sich exakt entgegengesetzt bewegt. Er hat aber immer noch hier Waffen ohne Ende, ne? Ich dreh die Steuerung bald mal um, hä? So, viel machen tut er nimmer. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist dieses Miststück deutlich wendiger als die Titan. So. Ich sehe keine übermäßige Anzahl an Blitzen mehr. 10. Mein Schild lädt sich auf. Das heißt, wir können die Großmittels auf den Generator jagen. Wir haben noch Geschütze auf dem Miststück. Noch frisst die Nase den Schaden, noch hebt es. Am Poppes ist alles entschützt, entwaffnet. An der Seite wird er noch ein paar Stück haben. Das ist jetzt nicht mehr so der Riesenschaden, den er da raushämmert, aber wenn das Schild von mir halt zusammenklappt, dann ist da halt einfach Ruhe. Dann werden wir da noch ein bisschen nacharbeiten.
Erstmal rein boostern. Komm, schieß doch. Das Stück ist hier mit einer Geschwindigkeit unterwegs. So, mein Freund. Noch irgendwo Geschütze dran. Sieht nicht so aus. Titan schießt nicht mehr. EMPs können wir gleich ausschalten. Cruise-Missiles auf die Generatoren. Railguns kann man nicht mehr konfigurieren. Beam-Laser-Turrets kann man nicht mehr konfigurieren. Ah! Wo bist denn du Miststück jetzt? Lass mal die EMPs an, wenn wir sonst nichts mit dem beschießen können. Na, können wir mit der Hand umkonfigurieren. Die Laser könnte man natürlich noch umstellen. Da können wir uns die EMPs sparen. Ja, die können wir uns umschalten. Jetzt werden wir mal dem Ding hier versuchen, den Chaos zu machen. So, es hat aufgegeben. Ich bin dem jetzt, nachdem ich es entwaffnet habe, eine Stunde hinterher geflogen. Ich habe in das Ding an die 2000 Cruise-Missile-Raketen versenkt. Bevor das aufgehört hat, hier auch nur ansatzweise zu fliegen. Mir fehlt ein bisschen das Verständnis, warum. Was ist denn jetzt los? Gut, ich wusste natürlich nicht, dass diese Schiffe hier auch nur ansatzweise belebt sind. Essen. Ich habe hier noch Cruise-Missiles in der Tasche stecken, warum auch immer. Tippe A. Habe ich aus irgendeiner Drohne oder sonst wo rausgeholt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, mir fehlt da ein gewisses Grundverständnis, warum ich denn eigentlich hier so viele Raketen brauche, um dieses Ding hier anzuhalten. Ich meine, gut, das ist komplett aus Xenostahl gebaut. Verständlich, braucht Ressourcen. Warum allerdings jetzt? Ich halte das für grundsätzlich mal ein Designproblem. Ich habe die ganzen Waffen runtergeschossen. Und das Ding fliegt halt einfach geradeaus weiter, stupid. Es ist nicht mehr kampffähig, ja. Das sollte die KI wissen und sollte dann halt einfach das Teil anhalten und gut ist in Gottes Namen.
Wenn gesagt, so ein Raumschiff entwaffnet ist, dann stehen bleiben, ja, und Collider dran und fertig ist. Warum ich dem Ding jetzt eine Stunde hinterherfliegen muss, erschließt sich mir nicht. Es ist jetzt nicht Vanilla, ganz klar. Aber auch in Vanilla habe ich das Problem, wenn ich die Waffen runterschieße, fliegen die Dinger halt einfach unendlich lange weiter. Und das muss ich sagen, ist jetzt nicht so super prickelnd. Meiner Meinung nach einfach 1500 Cross-Missiles in so einem Ding versenken zu müssen, bevor es stehen bleibt. Also auch die Schubdüsen runterschießen ist, weiß nicht, eher kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Das hat uns auf jeden Fall nicht funktioniert. Monster von einem Vieh, ne? Hat erstmal nicht funktioniert, denn das sind sehr, 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 sehr viele kleine Schubdüschen dran gewesen und das Ding trudelt im Kreis ohne Ende. Auch da schießt du eigentlich mehr Panzerung kaputt wie alles andere. Ich hatte eigentlich gehofft, hier irgendwo mal ein bisschen Loot zu finden. Wenn da nicht der Kern drin ist, fresse ich ein Wesen. Ja, das Ding hat auf jeden Fall noch einen Kern. Ich flitze hier mal ein bisschen rum und suche nach Loot. Irgendwo muss er ja sein. Das Interieur sieht eigentlich hier relativ lebendig aus. Gut, da fehlen ein paar Seitenwände, aber im Großen und Ganzen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich alle Loot-Container kaputtgeschossen habe, die hier drin standen. Die zwei kleinen haben wir ja schon gefunden, aber ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich hier noch mehr finde, wie die zwei Containerchen da. Meine Güte. So, Kern ist draußen, mein Kern sitzt. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist ein Witz, da ist absolut nichts mehr drin. Schubdüsen sind drin, Fratboxen sind weg, die Generatoren habe ich rausgeschossen. CPU-Erweiterungen, ja, geschenkt. Wenigstens sind die drin. Aber ansonsten ist hier kein Loot drin. Ich hätte eigentlich erwartet, dass hier eine dicke Lootkiste noch drin steht, so eine Special Lootkiste, so eine mit 10.000 Hitpoints oder mehr, die nicht kaputt geht und da ist dann irgendwas Schönes drin. Aber ich muss sagen, das war ein Reinfall, das war ein absoluter Reinfall, das Ding. Das war so Zeitverschwendung, das war so Ressourcenverschwendung. Also ganz ehrlich, Verständnisproblem mal wieder. Der Kampf an sich war sehr, sehr schön, war spannend, bis die Waffen unten waren, war richtig geil. Er hat richtig Freude damit. Aber dann verließen sie ihn halt einfach. Aber kannst du Xenostall abbauen, bis der Notarzt kommt. Was sind das? CPU-Erweiterung T4. Jetzt hab ich's aber.
Das sind noch zwei Kisten. Ich die übersehen habe, weiß ich nicht. Okay, das besänftigt jetzt mein Gemüt wieder. Ah, das Ding ist zweistöckig. Bist doch eigentlich mit dem Konstruktor verbunden, mit dem. Nee, ich bin zu weit weggeflogen wahrscheinlich. Egal. T3. T3. Ich höre hier irgendwo noch Zeraxe grunzen. Ich weiß nicht, wo ich sie grunzen höre. Da stehst du. Naja gut, es ist halt einfach so. Es ist, wir müssen da durch. Wir brauchen diese komischen Legacies, die sollen angeblich keine Truppen. Bis jetzt haben wir noch keine gefunden. Vielleicht müssen wir dann noch mehr von den Oschis umhauen. Ich werde auf jeden Fall meine Titan aufrüsten müssen, was Lasergeschütztürme angeht. Da müssen wir uns was ausdenken. Ich könnte natürlich hier die Verzierung runterreißen und dann noch Lasertürme draufsetzen. Machen kann man viel. Hier hat es mir auch einen Schütz runtergehämmert. Auf der Unterseite können wir auf jeden Fall Laser setzen. Da müssen wir auf jeden Fall übelst aufrüsten und gucken, dass wir an die 2,1 Millionen Marke kommen, wenn wir mehr von den Legacies auseinanderbauen wollen. Das, wie gesagt, war unser erster. Schild runter ging relativ schnell, Waffen runter war auch verknusbar. Ich habe meinen Miner hier irgendwo noch rumstehen. Bin ich gescheit? Wenn die Waffen unten sind, hat so ein Ding einfach stehen zu bleiben und fertig. Es kann sich nicht mehr wehren. Es hat taktisch keinen Nutzen mehr, so ein Ding. Warum ich gezwungen werde, hier Munition zu verheizen, wie blöd, verstehe ich einfach nicht. Ob das jetzt in Legacy ist oder ob das jetzt in Vanilla ist, die Problematik ist da ähnlich. Wenn ich da mit Combat Steel oder Xeno Steel einen Gegner habe, ich schieße die Waffen runter, auch der bleibt ja dann nett stehen. Das will ich jetzt nicht auf hier das Szenario schieben und sagen, okay, die Dinger, die sind ja so schwer bewaffnet und. Die Waffen runter war kein Problem, haben wir gesehen. Es geht um den Korpus. Der ist aus Vanilla, das ist ganz normaler Combat-Stil und Xeno-Stil. Das Ding haut ab, die KI verhält sich meines Erachtens merkwürdig. Mit dem Trudeln und allem könnte man absolut geschickter lösen. Ansonsten, ich beiß in den sauren Apfel, ich schieße die Dinger aus dem Himmel. Ich habe absolut genug Ressourcen, da scheitert es nicht dran. Ich kann auch wieder Ressourcen ernten gehen. Da steht überall genug rum an Zeug. Das ist mit einer Titan oder überhaupt grundsätzlich mit dem CV und dem Bergbaulaser
Gar kein Thema, du fliegst den Asteroiden an, du nutzt die Leere, du guckst nebenbei Fernsehen oder machst sonst irgendetwas. Kannst auch mit Freunden telefonieren und nebenher zocken. Da gibt es tausend Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Das ist absolut gar keine Frage. Auch das Abschießen von den Dingern über die Zeit ist keine Frage. Man filmt es dann halt einfach nicht, schießt es runter. Ich wollte halt jetzt irgendwie das mal auf Video kriegen, dass wir das uns anschauen können. Da ist das vielleicht gefühlt alles ein bisschen tragischer, weil du halt einfach kein Filmmaterial hinkriegst. Du musst 2 Stunden spielen, um am Ende einen 30 Minuten Film zu haben. Nur mit diesem blöden Ding da. Das ist klar. Aber im Großen und Ganzen ist es machbar, es ist gar kein Thema, es kostet halt einfach nur Zeit. So, ich stelle mir hier jetzt die Reparaturstation wieder hin, wenn ich sie denn finde. Da ist er auch schon. In Fabrik. Starte Produktion. Wenn die Titan ganz ist, werde ich einfach nur aus reiner Gehässigkeit mit dem Abbaulaser hier, mit dem Multitool, das Ding hier aufluden. Ich werde das jetzt einfach aus reiner Gehässigkeit zerstören. Da oben ist er doch schon. Objekt erzeugen. Einfach weil mir jetzt danach ist. Das Ding hat mich jetzt so aufgeregt die letzten 2 Stunden, das werde ich jetzt einfach vernichten. Das gibt mir dann irgendwie Genugtuung. In diesem Sinne, lasst mir einen Daumen nach oben da, auch wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen angekickst war. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Ist ja nicht so, dass wir in der Folge gar nichts geschafft hätten. Wir haben unseren ersten Decimator erlegt, wir haben das große Schild eingebaut, wir haben den Antimatter-Tank gebaut und eingebaut. Das ist auf jeden Fall ordentlich Progress, den wir da hingelegt haben. Und da würde ich sagen, schauen wir in den nächsten Folgen, was hier im Legacy Space noch so alles rumkurvt, kreucht und fleucht. Wir werden es auf jeden Fall erschießen und hoffentlich irgendwann einmal von den Alien Cannon da erbeuten, die wir dann aufstellen können. Da freue ich mich ja schon ganz arg drauf, wenn wir die auch mal haben. Was ich auch sagen muss, nicht nur immer auf Elion schimpfen, sondern in dem Fall muss ich Elion loben. Ich habe jetzt sehr, sehr oft schon in 1.7 von den Reparaturstationen aufgestellt und ich muss sagen, ich hatte wesentlich weniger Huddel damit, die Titan hier dran zu parken und den Reparaturmodus zu starten. Das ging eigentlich von 10 Mal auf Anhieb 9 Mal gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Übung habe. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr weniger fuddelig. Da vielen, vielen Dank an Elion. Ganz, ganz, ganz großes Lob. Macht mir das Leben sehr, sehr, sehr viel leichter. Ich hatte so viel Herzinfarkte zwischendurch gekriegt, nur weil diese blöde Station sich hier entschieden hat, nicht zu reparieren. Das ist fast repariert. Ganz großes Kino, ich bin total glücklich. Macht weiter so, kriegt das Spiel hin. Ich bin weiter am Ball und freue mich über jede Sache, die ihr einbaut. Ansonsten, wie immer, haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.